Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. So, in der heutigen Folge werden wir auf Bärenjagd gehen. Wir haben in der letzten Folge, wenn ihr das noch mitbekommen habt, ein neues Pferd bekommen. Und das sollte jetzt eigentlich schneller, stärker, wendiger und sein. Ich bin mal gespannt, wie das Pferd so ist. Das sehen wir uns jetzt, schauen wir uns jetzt aber in der Folge hier an. Ja, genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Bärenjagd, Leute. So, Bildmachgerät an und dann würde ich sagen, los. Up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Schauen wir, wie wir mit Blitzer klarkommen. Hä, sieht übrigens Blitzer, das Pferd. There's cold. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised. Hat das keine Ausdaueranzeige, oder was? But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcome back that easy after that long. And you know it. Pity okay. Reservat. I think we need to head right up here. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Ach, schaut cool aus. We made it. Let's loop around the other side. Whoa! Ja, schaut aber eigentlich noch gut aus. Was haben wir denn hier? Füllt die Gesundheit auf. Aus der Tunika. It's okay, girl. Pferdenahrung, okay. God damn, Micah. We send him out scouting, and he ends up in the jailhouse. Just lucky Lenny was with him. First time out of hiding his wanted man, and he gets tangled up with the law. To be fair, Arthur, trouble has a habit of finding you, too. Yeah, but we run with our code, always have. That don't mean nothing to him. Perhaps, but nothing's how it was right now. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. We'll try and shoot one. Okay. You don't want to use anything too pop. On a small animal like that, just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint. I have hunted rabbits before, you know. Yes, and obliterated them with a shotgun, if I remember right. Jage einen Hasen. Ah, da unten ist eine. Und mehrere.
Gibt die hoch hier, okay. Good job. All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. You get a set up. Mach ich doch schon. Oh, I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Okay, Kleinwildfleisch. Kriegen wir 5 raus, wenn wir es einmal kochen. So, ihr zwei um zu essen. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. Ja, nochmal kochen können wir nicht. After all that. Na doch. Wir sind eigentlich voll, gell? Tun wir ein Lagern. Ah, wir können 5-mal kochen. Okay, mit einem Hasen können wir praktisch 5-mal kochen. So. So, okay, müssen wir fertig sein. Verlassen. Okay. All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. Schlafen bis zum Morgen, 7 Stunden. Better be worth all this drama. Morning, Arthur. You ready? Give me a minute. Coffee? Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. Okay. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually... Starke Raubtierköder herstellen. Fiend on bear meat. Just mix it together. It's not too hard. Okay. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Okay. Okay. Let's go. Okay, brauchen wir das Bildmachgerät an, Daddy. That's cool, girl. We'll try it. Back down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that? Horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really?
didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the light? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But spannend auf den Bären. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Ich werde jetzt, glaube ich, mal speichern. Man weiß ja nie, was hier noch... Oh, ich kann nicht speichern. Warum denn nicht? Look for tracks, dung, bones. Any sign of him. Ja, da ist was. Well, there's some paw marks here, Jose. He sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? This way. The tracks go into those okay. Wait a minute. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Something else on the ground. Good. There's shit here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's gotta be close. Muss auch irgendwo hier sein, okay. Like the trail. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Zum Felsen. Warte auf den Bären. 1000 pounds, you say? Nehmen wir gleich mal meine Mumpel hier. More or less. Big scar down his face.
Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Ich hab ihn schon gehört gerade. Give me a hand here. Got your knife? What the fuck? Easy. No, it's too close. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. Yeah, it's... You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Okay. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well? Klar, wollen wir das aufspüren? I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. Jetzt warte mal, wo ist denn der Bär? Reckon I got a ways to go. Können wir speichern? Der sah gefährlich aus. Vielleicht kriegen wir den ja. Okay, da sind wir Abdrücke. Da oben ist er.
Läuft. Beim Trapper. Jetzt wissen wir, was das ist. Trapper. Macht Beine breit, Mensch. Können wir das... Können wir den Bären aufladen? Weil der wird so schwer sein, gell? Schauen wir mal, ob ich den auch noch mitnehmen könnte. Ja, jetzt zeigt es mir nichts an. Okay. Aber wir haben schon mal das Fell. Okay, Girl. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir. Ob es irgendwo einen Trapper gibt. Wahrscheinlich ewig weit weg. Trapper, glaube ich, war hier unten. Trapper. Nee. Gibt's hier nicht irgendwo anders noch einen? Ne, hier gibt's keinen mehr. Hier gibt's. Okay, hier haben wir ein neues Pferd. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal. Ich wollte gerne zu dem Trapper hin, aber da müssen wir ewig weit rennen, dieser Wahnsinn. Boah, ist das ein weiter Weg. Yep. Ja, ich glaube, müssen wir erstmal irgendwie auf die Straße oder so. Da haben wir einen Weg, okay. Ja. Gut, Leute, das wird jetzt ein bisschen weiterer Weg werden. Aber wir können uns die Gegend ein bisschen anschauen. Ich hoffe mal, dass wir auch in dem Gebiet dann das abgeben können, weil in dem Gebiet ist nämlich Kopfgeld ausgesetzt. $300. Und wir können uns ein legendäres Outfit mit dem Bärenfell machen. Cool. Ah, der Kinomodus ist schon cool.
ain't moving. Ich hoffe mal, dass dann bald mal die Schnellreisen auch funktionieren, sodass wir nicht immer durch das ganze Land reiten müssen. Das ist extrem gerade. Aber ich glaube, das geht halt nur, wenn auf uns kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Und mit den 300 Dollar konnten wir nichts, weil es halt einfach Story-Mission gewesen. Aber die könnten es wenigstens so machen, dass man das nicht ewig hat. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis es wieder weg ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst, wie lange sowas ungefähr dauert. Ein Raubtier macht der Pferd nervös. Yeah. Here we go. Ein bisschen beruhigen hier. You're all right, girl. All right, girl. Yeah, good girl. Okay. Servus. Sag bitte, dass der Trapper so weit weg ist. Warum ist der nicht bei uns in der Nähe irgendwo? Mich würde mal interessieren, wie lange man braucht vom Anfang der Karte. Oh, was ist da los? Bock, dass die jetzt mein... mein Zeug geklauen. So, wo sind wir denn jetzt hier schon? Okay, gut, die Hälfte müsste eigentlich geschafft sein. Ist es schneller wie unser altes Pferd? Ich glaube fast nicht. Ich muss echt bloß ein bisschen aufpassen,
dass die Ausdauer nicht gleich weg ist. Deine Gefährtenaktivität ist ein Lager verfügbar. Sprich mit Gefährten, die auf deiner Karte markiert sind, um dich ihnen anzuschließen. Ja, das werden wir jetzt aber nicht machen. Wir wollen jetzt erstmal schauen, was hier für legendäre Kleidung gibt. Vielleicht ist ja auch so, wenn wir die Kleidung wechseln, vielleicht ist dann das Kopfgeld weg. Weil dann sehen wir ja praktisch anders aus und dann suchen sie uns vielleicht nicht mehr. Das könnt ihr mir auch vorstellen, dass sie sowas eingebaut haben. Dass wir mit unserem Outfit was machen müssen. Auch schon wieder ein Fragezeichen. Ja. Okay. Hier haben wir jetzt $300 Kopfgeld. Ich hoffe, dass der Trapper was macht für uns. Nicht, dass der jetzt sagt, hier ist Kopfgeld auf sich ausgesetzt. Kriegst nichts. Oben oder was? Ah, hier ist der Trapper. Hello. You new to these parts, sir? I'm a blowin myself. Okay, schauen wir doch mal. Verkaufen. Okay, let's take a look at it. $60. Kann zur Herstellung von Dingen benutzt werden. Ja, aber wie kann ich was herstellen? Ladenbesitzer, zielen, kaufen. Ja, aber wie kann ich was herstellen? Right, let's see. Ich will nicht verkaufen, ich will eigentlich... Aufgaben, Herausforderungen. Ja, ich will jetzt hier aber nicht verkaufen. Ich würde eigentlich gerne. Just what is the problem here? Oh, for the love of, would you just leave? Nehmen Gin. Okay, partner, whatever you say. Ja, oder er stellt mir was her. You'll get nothing out of me. Best just move on. Wenn ich sie verkauft habe. Ich weiß es nicht. Ladenbesitzer.
Soll ich hier los? Geht nichts mehr, oder was? Good. See it doesn't happen here again. Hä? Macht doch nichts mehr. Verkaufen. Alright, let's have a look. Komm, ich mach's jetzt einfach, weil es wurscht ist. Verkaufen. Boy, the things I can make with this. Und jetzt? Kaufen? Nothing quite like wearing your best day's work. Kleidungssets. Verstärkte Ausrüstung. Kleidungssets. One-of-a-kind pelts make one-of-a-kind garments. Worth the legwork, I assure you. Einmal felsliegen in den Bären. 3 hab ich. Sieht doch beschissen aus. Ich muss ihm verkaufen? Oder wie? Jetzt warte mal, jetzt wollen wir nochmal schauen. Verkaufen, jetzt warte mal. Genau, jetzt habe ich das nämlich nicht mehr. Und er hat es jetzt aber im Inventar drin. Also, und er könnte mir das jetzt herstellen, wenn ich ihm die gebe, kriege auch sogar noch Geld dafür. So, passt doch. Okay. Kapiert. Check. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt an der Stelle einen Cut. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall weiterschauen in unser Lager. Was da noch alles zu tun gibt. Könnten ja schnell mal hinschauen. Unser Kopfgeld ist immer noch auf 300. Kaviar. Was ist das hier? Okay, da haben wir so ein Ding. Ja, hier oben ist es wieder und es ist aber nicht da. Steckbrief. Nimm diesen Steckbrief. Den kann ich aber nicht nehmen. Oder können wir den irgendwie von der Karte ausnehmen? Dass wir das Index verbergen. Wegpunkt zurück. Info verbergen. Nee, das brauchen wir nicht. Aber wir können doch das nicht nehmen dann. Nimm diesen Steckbrief, um die Jagd auf einen Gesetzlosen zu beginnen. Ilias Green, $90. Valentine. Ja, aber sobald ich denn hier in der Stadt bin, geht es nicht. Oder hängt es außen irgendwo dran? Ich habe es aber nicht gesehen außen. Verstehe ich nicht. Ja, okay, wir schauen mal in der nächsten Folge. Vielleicht kriegen wir es irgendwie mal raus, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, bis bald, euer Andi.